Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Sim Airport. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Ja, wir haben nämlich nur einen kleinen Hangar hier mit einem Fuel Truck. Ich glaube, das könnte nämlich so ganz allmählich eng werden. Und wir haben ja in der letzten Folge geschaut, dass wir hier ja eigentlich Platz haben. Deshalb könnten wir uns überlegen, jetzt schon mal zu gucken und vielleicht zu kaufen, wenn 17.000 reichen, ob wir da einen anderen Hangar hinbekommen und wenn ja, was für einen. Das wäre jetzt ein mittlerer, der passt da nicht hin. Oder? Durch Straße blockiert, unzureichend. Okay, ein mittlerer passt dahin, das ist. Passen da vielleicht auch zwei hin? Ja, das sieht relativ eng aus, aber wir kriegen auf jeden Fall noch einen kleinen Hangar dazwischen. Okay, wie teuer bist du? 30.000. Ja, das könnten wir sogar heute vielleicht hinbekommen. Ich lasse die Zeit mal wieder ein bisschen schneller laufen. Ja, was ich mir vorher überlegt habe, vielleicht, dass wir wirklich den Hangar bauen. Ab nächsten Tag kriegen wir auch wieder sehr viel Sprit. Ich glaube, um 23 Uhr müsste der Sprit ankommen. Ne, falsche Betrieb. Ja, 23 Uhr täglich. Und ob wir nicht vielleicht hier schon mal die Seite machen wollen, dann haben wir da schon mal einen zweiten fertigen Runway. Ich glaube, das wäre noch unnötig bei dem Flugbetrieb, den wir gerade haben. Ah ja, gut. Oder wir gehen halt aufs nächste Gate. Aber ich würde sagen, wir kaufen erstmal. Wie weit? Ja, Wartungsarbeiten 86%. Das müssten wir nachts auf jeden Fall machen. Wir haben 39.000. Wir können auf jeden Fall einen Hangar uns holen. Wo war das denn jetzt drunter? Objekte und Strukturen. Genau. Ne, da passt keiner mehr hin. Wenn wir jetzt hier noch einen kleinen Hangar machen. Ja, ich war aber gerade am Überlegen, ob man hier vielleicht irgendwie zwei hinbekommt durch eine Straße. Aber, oder müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Wie groß bist du denn? Also so ein Hangar. Wir haben ja unser Planungstool. Ich glaube, das müssen wir mitrechnen. 10 mal 8. Welche Farbe nehmen wir da am besten? Hier Cyan. Dann wären das, glaube ich, 10 nach oben. Und wenn wir jetzt hier auch nochmal 10 mal 8 machen, dann hätten wir hier Platz für eine Straße. Aber wir haben Straßenbau gerade noch nicht erforscht, um das uns anschauen zu können. Ne, schade. 2 mal 2, das würde perfekt hier durchpassen. Also hätten wir, könnten wir auf 5 Fahrzeuge am Ende kommen. Aber ich möchte jetzt erstmal noch ein zweites Tankfahrzeug kaufen. Ich weiß nicht, Gepäckwagen dürfte ja noch nichts bringen. Der wird dann nur rumstehen. Ich glaube, da brauchen wir wirklich die Sachen für. Ja gut, wenn wir jetzt allerdings hier die Straße bauen, wo kommen dann unsere Gepäck? Also die müssen ja auch irgendwo an die Oberfläche kommen. Aber 3 könnte schon wieder knapp werden. Ja gut, wir könnten ja wirklich mal irgendwo hier oben was zwischen freilassen. Ja, vieles wäre, hätte, wenn gerade. Ich würde sagen, wir bauen erstmal weiter. Und gucken uns das an. Wir brauchen auf jeden Fall Stühle. Ja, hier unten braucht ihr eigentlich gar nicht hinlaufen. Verehrte Gäste. Ja, jetzt ist, ja, ich würde sagen, Runway macht wirklich noch keinen Sinn. Noch nicht. Die sind so gut getaktet. Ich würde sagen, wir gehen aufs neue Gate. Auf das hier. Können wir jetzt dann doch ein bisschen schneller laufen lassen. So, 23 Uhr, ich mal gerade sehen. Kommt jetzt ein Fuel Truck oder kommen drei? Weil wir dreimal, ne, wir haben sogar viermal gekauft. Ob das jetzt einer ist oder mehrere.
Einer, 290.000 Liter. Weil die haben wir ja so gut getaktet, die Flugzeuge, dass das mit einer Landebahn alles noch sehr gut funktionieren sollte. Jetzt haben wir zwar 61.000, aber mit Steuern und allem geht jetzt doch schon einiges erstmal runter. Moment, wie viel zahlen wir denn an Steuern? Sehen wir das noch? 131.000, das ist natürlich auch eine Menge Geld. Wir können ja nochmal Richtung Forschung gucken. Das kostet natürlich auch, wenn man sich das hier anguckt. 24.000, 38, 38, 62, 94. Puh, ab wann lohnt sich sowas? Wir haben jetzt, wie viel? Wir sehen auch nicht, wie viel Prozent wir zahlen, oder? Ne, leider nicht. Denn wir gehen dann hier auf 25%. Und hier gehen wir noch bei der Grundsteuer runter. Wie viel zahlen wir jetzt? 35? 40? 50? Vielleicht brauchen wir doch mal so ein CFO. Also ein Bankdarlehen brauchen wir nicht. Dafür, glaube ich, kennen wir das Spiel mittlerweile zu gut und machen auch genügend Gewinn. Können wir mal gucken. Gestern, wir hatten ja vorgestern den ersten Passagier, der ein Flugzeug nicht bekommen hat. Ja, gestern ist alles wieder top. Jeder hat sein Flugzeug bekommen. Das ist sehr gut. Haben wir jetzt mittlerweile alle Fluglinien oder was fehlt da? XL-Gate und XL-Gate. Ja, das kriegen wir alles hin. Nur wir kriegen keine große Landebahn hin. Und ein CFO mit Büro. Wofür wollen die denn ein CFO haben? Naja, ist erstmal egal. Dauert noch, bis wir da hinkommen. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Geld. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier diese Ecke weg und wir bräuchten jetzt dann für das nächste Gate 300.000 plus das Gate. Hier kommt ja auch ein Small Gate hin. Das können wir schon mal bauen. Das Geld haben wir übrig. Jetzt geht es darum, 300.000 zu machen. Und dann ist natürlich die Frage, bauen wir schon? Oder wie machen wir das jetzt hier? Der Hangar. Einen Hangar haben wir gebaut. Könnten wir den eigentlich schon wegtun? Das hätten wir auch gebaut. Ich bin nämlich am Überlegen, ob wir nicht einfach hier auch schon mal so langsam umrüsten. Ganz nebenbei. Weil hier wird ja dann der Taxiway hinkommen und ein großes Gate machen. Ich habe allerdings Angst, wir bauen ein großes Gate, was erstmal auch mit vielen Kosten verbunden ist. Wir müssen hier oben abreißen. Wir müssen hier oben den Taxiway lang machen. Wir müssen zwei Gates umsetzen. Ne, das machen wir erstmal nicht. Wir bauen diese Fläche jetzt aus und machen dann eine zweite Etage, damit wir das Gate hier nicht unnötig haben. Ich glaube, das klingt nach einem realistischen Plan. Also natürlich muss das Geld mitspielen. Du bist angeschlossen. Du brauchst eine Tür, du brauchst allerdings auch. Was ist denn? Das geht auch? Cool. Kleine Rolltreppe. Moment, wenn eine kleine Rolltreppe hier geht. Erstmal das und anschließen. So. Und wieder eine Etage hoch. Können wir hier. Okay, können wir leider nicht kaufen, da. Schade, ich dachte, vielleicht gibt es irgendwas, wo dann da steht, ist auch ab dem Erdgeschoss möglich. Schade, okay, also die gehen auch ab der zweiten Etage, aber das ist ja halt. Könnte, aber das wollen wir ja nicht. So, wie viel Geld haben wir jetzt? Ja, also Geld kriegen wir echt richtig viel. Auch wenn wir halt Steuern zahlen, aber das ist dann halt so. Oh, jetzt habe ich da eingebaut. Ich würde sagen, wir. Puh, verschieben wir jetzt die Gates oder nicht? Vielleicht zumindest das eine hier.
wir das Geld auch direkt mit anschließen können, weil hier ist nicht viel zu bauen dann. Ja, puh, gute Frage. Das wird auf jeden Fall C2. Die Großen werden A später, die werden B und du wirst dann C2. A für große Gates, B für mittlere, C für kleine. Ja, dass wir hier noch keine Warteschlangen haben und alles, das müssen wir auch mal ändern. Ja, wenn ihr, guckt euch mal vielleicht die gestrige Folge an, wenn ihr es noch nicht geguckt habt. Denn es geht darum, welchen Boden wir bauen wollen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen wirklichen Favorit. Außer vielleicht den Grundboden, den es hier schon teilweise gibt. Das ist Boden Nummer 3. Das hier sind Böden. Moment, wir können mal ganz kurz gucken, bevor ich euch jetzt einen falschen Begriff nenne. Das sind Fußböden 1 bis 10 und 11 bis 15. Das ist Stein 1 bis 3 und das müsste Stein 8 sein. Was wir da machen wollen, denn es könnte sich auch jetzt schon lohnen, denn die Passagiere laufen 5% schneller auf einem Boden, der nicht Beton ist, so wie es jetzt gerade der Fall ist. Jetzt haben wir den ganzen Tag auf schnell laufen lassen, das wollte ich eigentlich nicht. Aber wir haben Geld. Oh, das könnte jetzt sogar schon reichen, das Geld hier anzuschließen. Boah, da werde ich jetzt mal ganz kurz gucken, ob wir das noch angeschlossen kriegen für vor 0 Uhr. Jetzt muss ich mich aber ganz kurz beeilen. Vielleicht schaffen wir es schon, das Geld umzulegen. Wir brauchen eine Schiebetür und wir brauchen einen Gate Agent. Wo bist du da? So. Ne, okay, vor 0 Uhr schaffen wir nicht. Dann müssen wir das morgen umlegen. Vorsichtshalber schon mal ein Dev-Mitarbeiter. Jetzt haben wir zwar ein zu viel, aber dann ist das jetzt erstmal so. Nicht, dass uns gleich irgendwo an einer wichtigen Stelle einer fehlt. Mindestens ein zugewiesener Check-In-Schalter. Müsste das nicht heißen, ein Gate? Schalter. Ja, okay, da ist auch noch ein kleiner Übersetzungsfehler. Planung können wir auch wegmachen. Wir kommen vorwärts. Sprit ist jetzt sehr hoch. Wie viel haben wir noch? Ah, okay, wir haben noch genug. Ah, okay, gestern um 97, einen Tag kommen wir noch. Also wir müssen heute unbedingt kaufen. Nachts würde ich sagen, da können wir schneller laufen lassen. Und die Lücke können wir eigentlich auch so langsam schließen. So, das Gate ist fertig. Während die jetzt hier das bauen, können wir schon mal alles von A3 auf C2 umlegen. So, das kann hoch. Wird jetzt gesagt, von A3 auf C2. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt das anzuschließen, ist auch keine Kunst mehr. Aber ich glaube, dann würde ich doch wirklich langsam dazu gehen, einen zweiten Runway zu machen. Also den hier. Wir haben schon so viel hier noch in Planung, was ich sehe, was wir schon geschafft haben. Wir könnten das Ganze hier schon wegmachen. Genauso wie hier. Und eigentlich hier oben auch, aber das lasse ich erstmal. Ah, jetzt kommen die ersten Flieger. Ja, gut, das sieht natürlich jetzt hier komplett trostlos erstmal aus. Ein riesiger Bereich, wo einfach gar nichts ist. Ja, hier landen gleich keine. Letzter Tag, wo die Flügel landen. Deshalb haben wir auch noch kein Fuel. Da baut ihr jetzt. Wie teuer wäre denn jetzt eine Landebahn? Ich weiß noch nicht, wo der Unterschied ist zwischen. Der Beton ist teurer. Hm.
Wir hier mal einen Beton-Runway hinmachen. 100 können wir uns sogar leisten. Zu kurz für alle. Hä? Haben wir nicht hier mit 90 geplant? Ne. Haben wir uns da verplant? Gott sei Dank gucken wir uns das jetzt schon mal an. Hier brauchen wir ja 150. Das hätten wir jetzt so. Ich würde den aber liebend gern hier rüber setzen. Aber wo geht's ja nicht, weil wir die Landebahn bis hier bräuchten. Oder wir setzen den noch einen rüber. Ja, das ist zu kurz. Wie bin ich denn da auf 90 gekommen, dass das passt? Oder habe ich das hier mit einberechnet? Okay, dann brauchen wir erstmal hier einen Rollweg. Und wir können schon mal sagen, die Wand hier kann weg. So. Den Rollweg brauchen wir. Dann können wir nämlich die drei hier abreißen. Sonst haben wir die Verbindung nicht mehr hier zu unserer Start- und Landebahn. Spritpreis geht gerade wieder runter. Das sollten wir vielleicht mal ganz kurz im Auge behalten. Ja, Sprit müssen wir eigentlich mal richtig viel investieren. Aber gut, wir geben gerade richtig viel Foundation aus. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, jetzt geht es so langsam wieder hoch. Ich möchte trotzdem gerne 100.000 Liter kaufen. Ja, wir machen immer noch... Wir verdoppeln unseren Preis, den wir ausgegeben haben. So, da haben wir die Bahn gebaut. Ne, jetzt müssen wir, glaube ich, entfernen machen. Lassen wir den Flieger noch eben hier durch. So, die drei sollen jetzt weg. So, und jetzt... Vielleicht hält ein Beton länger als Asphalt? Ach, unzureichendes Guthaben. Ich dachte schon, was kommt denn jetzt wieder für eine Fehlermeldung? Gut, damit haben wir das Geld. So, tagsüber wollten wir auch viel laufen lassen. Ja, letzter Tag für dieses Gate. Wir hätten auch mal das so langsam reparieren können. Du wirst jetzt gebaut. Da müssen wir dann natürlich auch direkt uns um Lichter kümmern und alles, damit das auch komplett fertig ist. Es ist nur die Frage, was machen wir mit der Landebahn, die hier zwischenpassen sollte. Aber ich glaube, da machen wir uns zum späteren Zeitpunkt Gedanken drüber. Ja, du tankst gerade, das ist sehr schön. Da wird ab morgen gelandet. Geld haben wir jetzt auch wieder ein bisschen was. Ich glaube, dann kaufen wir einfach nochmal 100.000 Liter. Weil wir haben gerade nichts zu kaufen. Wir warten jetzt darauf, dass die Landebahn fertig wird. Werden dann die Papi, das ILS und Nacht machen, wenn wir Papi überhaupt hier brauchen. Ja doch, ich glaube, wir werden das Papi einfach mal... Oder die Papi... Nein, jetzt geht der Preis ja noch weiter runter. Einfach mal bauen. Vorsichtshalber. Okay, man sieht leider keinen Fortschritt. Ist hier auch irgendwo eine Prozentzahl? Ne. Wir schauen mal, wie wir das machen können. Wir können schon wieder Planung wegnehmen. Und zwar das Stückchen hier. Und wenn wir das Papi machen wollen, dann setzen wir das am besten hier oben hin. Dass wir hier immer breiter bleiben. Das könnten wir auch, glaube ich, jetzt schon fast machen. Nicht, dass wir da in irgendeine Bredouille kommen. Dass sie sich hier mal gegenüberstehen. So, können wir. Also Planung können wir mittlerweile viel wegnehmen. So, bist du jetzt fertig? Zeitweise inaktiv Wetter. Okay, auf jeden Fall bist du gebaut. Upgrade. Wir haben schon wieder richtig viel Geld.
Weiß schon wieder nicht, wo das her ist. Ach, wir haben gerade auch wieder sehr schnell laufen. So, nochmal upgraden für das ILS. Und ich können wir einfach mitten hier reinstellen. Und ein Papi fehlt noch. Was heißt denn hier 36, 38? Heißt das so? Ja. Gut, mit dem Begriff muss ich sagen, kenne ich mich nicht aus. So, du bist gleich ein komplett funktionsfähig oder eine komplett oder eine Landebahn, die komplett funktionsfähig ist, was Wind und Nacht angeht. Perfekt, so. Wir haben ein neues Gate geschafft. Oder wir haben das Gate umgelegt. Wir haben einen neuen Runway. Das sieht gar nicht so schlimm aus. Ich dachte immer erst, das sieht schlimmer aus, aber es ist halt einfach ein breites Rollfeld. Aber da sollten die Flugzeuge auf jeden Fall aneinander vorbeikommen. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, hiermit müssen wir uns irgendwann mal auseinandersetzen. Sprit möchte ich jetzt nicht kaufen, will nur gucken, wie viel wir noch haben. 210.000 Liter, es kommt nichts mehr an, weil wir nach 23 Uhr haben. Ja, das wird irgendwie noch reichen. Ja, so sieht unser Flughafen mal bei Nacht aus. Halt, was wir jetzt machen können, wir bauen gerade nichts, wir können noch mal eben jetzt reparieren, sagen bei dem Runway. Weil der war bei 82%, das wird jetzt noch eben gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sind fertig für dieses Wochenende. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne in der Folge einen Daumen hoch da lassen, denn ich habe auch noch mal ein bisschen was recherchiert. Und dann werden die Videos, also je mehr Daumen, desto mehr werden die Videos anderen Leuten auch empfohlen. Deshalb, ich will euch zu nichts zwingen, nur optional, falls euch das nicht schadet. Und wenn euch die Folge wirklich gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da. Und ja, mit dem Airport geht es dann Samstag wie gewohnt weiter. Und ja, ich denke mal, wir werden auch nächstes Wochenende wieder sehr viel schaffen. Bis dahin, ciao.